Ganz ehrlich, ich will sehen, ob wir jetzt wirklich drauf haben. Kann ja hier nicht sein, dass das nicht läuft. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Immortals Fenyx Rising auf dem PC, Folge 23. Vorab, ich hoffe, es läuft alles wieder. Ich habe quasi meinen Server, mit dem ich auch aufnehme, heute komplett neu aufgesetzt, ist noch lange nicht alles fertig. Ich habe es jetzt notgedrungen erstmal so gemacht, dass alles da ist, dass ich aufnehmen konnte. Und das wird mich auch noch einiges an Zeit kosten, weil da ein bisschen was schiefgegangen ist und so. Ich hätte da was. Hey, danke. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ne? Also. Ja, Grafiktreiber ist nicht mal installiert, es läuft trotzdem. Es ist ja immer so ein Standard-Grafiktreiber. Ja, Ton ist hoffentlich auch alles da. Ich habe gar keine Ahnung, also. Hab das jetzt einfach alles hier wieder angemacht. Sieht alles gut aus. Facecam-Rahmen habe ich wieder da. An gleicher Stelle. Ich hoffe, es ist ungefähr gleich. Ist auch egal. Wahrscheinlich sieht man den Unterschied eh nicht. So. Keine neue Hauptmission. Na Mensch. So. Was können wir hier machen? Wir haben hier wieder was Neues. Naja. Fähigkeiten. Segen. Ah ja. Achso, das sind auch nochmal. Achso, wir haben einmal Zusatzleben und das hier ist jetzt die Verzückung. Der Schaden des erstgegnerischen Treffers nach Einnahme von Schaden von Stärkungstränken wird ignoriert. Ah, oh, das ist ja auch cool. So, die anderen drei fehlen natürlich noch. Das heißt, wir machen mal weiter. Nehmen auch für Phosphor eine neue. Das ist ja Blödsinn, Alter. Das ist ja Blödsinn. Blödsinn. Gaias Seele. Achso, das sind diese ganzen Orte und so. Ja, und das hier sind die anderen. Ja. Gut. Ich würde sagen. Machen wir mal weiter. Das hier ist Calliopes Kummer. Da haben wir ja alles schon. Oh, da haben wir tatsächlich die Truhe nicht. Das ist ja belastend. Ah, das ist tatsächlich der Schwierigkeitsgrad. Ja. Nun gut. Dann. Zeitrennen, das ist nicht so wichtig. Das hier wäre natürlich schön. Fahren wir fort? Ganz normal. War das nicht das, was wir letztes schon hatten irgendwie? Das war, glaube ich, nicht ganz so geil. Aber wir haben jetzt einen Ausdauerbalken, auch mehr. Ein Lebensbalken, glaube ich, nicht. Stimmt, für uns fehlt noch ein Ambrosiam tatsächlich. Ambrosiam, ja. Nun ja. So. Alles klar. Eigentlich schon bedauerlich, dass wir gerade mal 200 Meter durch den Flug zurückgelegt. Oh. Ah, doch, 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 doch. Das stimmt schon. Ja, wie gesagt, alles noch nicht so geil. Achso, das ist diese komische Herausforderung hier. Wo wir die Melodie nochmal spielen müssen, da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also.
Ja, naja. Spiel läuft zum Glück noch, einigermaßen zumindest. Also ich habe jetzt die FPS-Zahl nicht mehr eingeblendet, weil ich Nvidia GeForce Experience noch nicht installiert habe. Ah, das war doch schon. War das nicht das, was wir schon mal machen wollten? Aber jetzt sind wir ja stärker, also theoretisch dürfte es sogar klappen. Entdeckt Höhle des Kriegers. Habe ich was übersehen? Will auch kleine Ruckler und sowas alles natürlich entschuldigen. Fürchte, da bin ich gerade machtlos. Das ist alles noch nicht so ganz optimal. Auf dem Weg fand Phoenix eine bröckelnde Mauer, die Typhons Wut zum Opfer gefallen war. In den Ruinen bemerkte sie etwas. Das wird nie langweilig. Hallo, meine Heldin. Ach, was machst du denn hier, wenn du denkst, du könntest mir noch mal mein Zeug klauen? Ich habe mich entschuldigt. Und dein Zeug ist übertrieben. Das meiste hast du irgendwo gefunden. Das war mal der angesagteste Ort auf der Insel. Die Feste, die wir hier gefeiert haben. So viele gute Erinnerungen wurden von Typhon in Staub und Asche verwandelt. Wo wir gerade von dem Unhold reden, da ich mich selbstlos bereit erklärt habe, dir zu helfen. Hast du? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht viel von dem verstanden, was das Orakel gesagt hat. Weises Kind? Ein Zuhause zum Lohne? Was soll das? Was sollen wir überhaupt tun? Tja, ein paar mehr Details könnten nicht schaden. Ganz genau. Also fragen wir natürlich Apollon. Als Gott der Prophezeiung muss er unser Schicksal kennen. Oder, naja, zumindest eine vage Ahnung haben. Gut, aber wir klauen nichts für irgendwelche Opfergaben. Natürlich klauen wir nicht nichts. Folgendes: Apollon kommt leider nicht mehr auf diese Insel. Das Gute daran, Typhon hat ihn nicht gekriegt. Das Schlechte, er ist halt nicht hier. Und wie? Es gibt einen Weg. Dafür brauchen wir mich, dich, ein paar Monster und drei magische Steine. Na, klingt das nicht nach Spaß? Vielleicht. Gut. Wir treffen uns beim großen Baum im Tal des ewigen Frühlings, sobald du alle hast. Halt, was? Ich soll deine verlorenen Sachen finden? Ich rede mit Luft. Mit sowas gibt sich die Jugend heute ab. Magische Steine? Magie findet sich in den kleinsten Dingen. Sogar in Steinen. Und jetzt sind wir endgültig in diesem Gebiet angekommen. Wunderbar. Alles klar. Ah, da komme ich nicht hin. Das ist blöd. Das sind ja jetzt hier auch wieder die Tore des Tartaros. Eigentlich wieder genau das, wo ich nicht hin will. So, ist klar. Gucken wir mal auf die Karte. Ah ja, gut, na, das ist jetzt. Das wird schon ziemlich weit weg. Ich würde erstmal das hier noch machen. So, die legendären Bestien. Naja, toll. Die ist so schön nah. Das ist das Schöne. Achso, das sind, Ganz ehrlich, ich will sehen, ob wir jetzt wirklich drauf haben. Kann ja hier nicht sein, dass das nicht läuft.
Alles klar, bin weg, ciao. Nochmal neu. Aber auch viel Leben, ey. Ist ja Wahnsinn. Egal, diese mehrfachen, ausweichen, weißt du? Oh. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Digga, ich weiche aus, passiert aber nichts. Ha!
Ja. Freundliche Leute hier in dieser Gegend. Ich muss schon sagen. Ja. Natürlich kein Reittier hier in dieser freundlichen Gegend. Alter, war der strong. Manchmal ein bisschen unnötig, dass sie nicht ausgewichen ist und so, aber... Gut. Ja, mit den Rocklern müssen wir jetzt leben. Ein bisschen doof, natürlich. Bin auch sehr leid und so, aber da kann man gerade... nix machen. Was haben wir denn da? Hallo? Oh, hi. Ja, alles klar, cool. Klar, cool. Das war mal ausschlaggebend, würde ich sagen. Sind viel wert für uns. Dieser Baum hat so viele davon. So, hier ist ein Questbereich. Da. Alles klar, da haben wir sie. Oh. Den hatten wir schon mal, genau. Wollten wir dann noch nicht machen. Warum habe ich so viele Leben verloren?
besiegt. Callisto, legendäre Bärin. Nice. Wunderbar. Haben wir doch hier auch erledigt. Das war ein harter Kampf. So. Ja, es war in Ordnung. Am Ende hat er nochmal richtig Gas gegeben. Na, Junge, da denkst du dir auch so. Ne? Ja. Ah. Da ist auf jeden Fall noch einer. Achso, es gibt ja nur noch den einen. Dann reisen wir mal schnell. Ich will auf jeden Fall nochmal wieder einen Gesundheitstrank herstellen. Und dann war es auch schon wieder für diese Folge. Das heißt... Achso, wir haben wieder so viele. Ist ja voll geil. So viel haben? Wollen wir mal hier voll gehen, Alter. So, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. 800 Meter in diese Richtung. Das ist das letzte. Ne? Ja, 3 von 4. Wunderbar, mal das durch. Und dann geht's weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.